Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast oder eventuell sogar das erste Mal mit dabei bist. Leute, dieser Hintergrund heißt bei mir, auf meinem Channel zumindest, ist nichts anderes, als dass es wieder Zeit ist für ein Storytime-Video. Ein Video, bzw. ein Format, was bei euch immer sehr gefragt ist hier auf meinem Channel, was ich sehr schön finde, dass es euch so interessiert, was bei mir so passiert oder passiert ist eventuell. Und ja, deshalb starten wir heute. Ich habe auch vorhin einen kleinen Aufruf auf Instagram mal wieder gestartet, wo ich euch gefragt habe, ob ihr mir ein paar Fragen stellen könnt. Bezüglich das Thema, über das ich heute rede, was ihr wahrscheinlich auch schon im Titel erkannt habt. Und zwar habe ich mir gedacht, ich habe lange überlegt, okay, worüber könntest du mal wieder reden, denn es wird Zeit. Ich wurde natürlich wieder oft gefragt. Und ich habe mir gedacht, ich rede mit euch heute über das Thema meine Pubertät, wie ich mich damals gefühlt habe, wie es war und so weiter. Und ich rede deshalb aus diesem Grund mit euch darüber, weil ich erstens finde, dass es immer noch viel zu wenig Videos darüber gibt, die die Seite der Jugendlichen versteht. Und zwar auf so einer persönlichen Ebene und nicht auf einer psychologischen Ebene. Und Punkt 2 finde ich, dass... ich einfach finde, dass ich damals die Pubertät sehr intensiv durchlebt habe, habe ich zumindest das Gefühl. Die einen durchleben das ja stärker als die anderen. Und ich fand immer, dass ich jemand bin, der sich emotional sehr stark damit auseinandergesetzt hat und daraus auch sehr viel gezogen hat und seinen Weg, den ich heute gehe, dadurch auch gezogen habe und entwickeln konnte. Und deshalb finde ich, dass die Pubertät bei mir in meinem Leben zumindest eine sehr, sehr wichtige Rolle gespielt hat. Und das ist der Grund, weshalb ich heute mit euch darüber reden möchte, wie es bei mir war. Am Ende des Videos werde ich natürlich auch noch eventuell auf ein paar Fragen von euch eingehen, die ihr mir jetzt nämlich gestellt habt auf Instagram zu diesem Thema. Aber erstmal habe ich mir gedacht, rede ich mit euch darüber, wie es bei mir war, wie meine Empfindungen waren und so weiter. Okay, also fangen wir an. Also bei mir, ich weiß gar nicht mehr so genau, wann bei mir die Pubertät eingesetzt hat, mit wie vielen Jahren. Ich habe das gar nicht so richtig mitbekommen, muss ich sagen. Aber ich schätze mal so, weil ich bin nämlich ziemlich spät erst in die Pubertät gekommen, was auch dafür gesorgt hat, dass ich relativ lang in der Pubertät drin war. Also ich fand relativ, also teilweise länger als manch anderer. Und das lag halt einfach daran, dass ich halt so ein Spätzünder war. Also ich weiß gar nicht mehr, wann ich meine Tage bekommen habe. Das ist immer so ein gutes Zeichen für einen, dass man halt wirklich offiziell als Mädchen zumindest da drin ist. Und ja, aber als ich dann in die Pubertät kam, oh Jesus, ich habe wirklich alles durchlebt, was man durchleben kann. Also wirklich von der Rebellphase bis über zu, ich hasse meine Eltern, bis über zu, ich mache, was ich will und ich weiß sowieso, was ich machen will. Und keine Ahnung was. So, also vorneweg, ich muss wirklich sagen, die Pubertät war für mich die Hölle. Und ich drehe auch dieses Video auch aus dem Grund, dass ich einfach hoffe, dass wenn ich zum Beispiel mal, keine Ahnung, wenn ich mal 40 bin oder so oder noch älter und meine Kinder vielleicht in der Pubertät sind, dass ich mich daran besser zurückerinnern kann und sagen kann, okay, ja, ich kann ungefähr nachempfinden, wie du dich fühlst und nicht meine Kinder so nach dem Motto verurteile. Weil ich glaube, das ist so das Problem, was halt einfach auch dieses Ding ist, weshalb es so viel Stress auch immer gibt unter den Familien, beziehungsweise in der Pubertät halt zwischen den Kindern und den Eltern. Und ich muss sagen, teilweise ist es nicht ganz unbegründet, teilweise ist es natürlich auch alles ein bisschen überdramatisiert, also von unserer Seite aus, von der Seite der Jugendlichen, sage ich jetzt mal. Und das Ding ist nämlich, dass ich damals immer, ich habe wunderbare Eltern, also dass hier das keiner falsch versteht. Und meine Eltern gucken auch immer fleißig meine Videos. Hallo Papa, hallo Mama. Also das wirklich vorneweg, ich habe wirklich zwei ganz, ganz tolle Eltern, die mich bei allem unterstützt haben, immer für mich da waren und wirklich mir wirklich immer geholfen haben, egal was war. Und ich hab ganz, ganz viel Liebe in der Kindheit bekommen oder auch in der Jugend. Also das ist nie zu kurz gekommen und ich hatte wirklich eine sehr, sehr schöne Kindheit und sehr tolle Eltern. Aber natürlich gab es in der Pubertät natürlich auch Stress. Also du kannst die besten Eltern der Welt haben, glaube ich, und du hast trotzdem in der Pubertät einfach teilweise Stress mit deinen Eltern. Und das ist auch normal. Und ich kann mich halt aber noch daran erinnern, dass ich immer das Gefühl hatte, dass meine Eltern das immer nicht so richtig verstehen, wie es mir halt geht. Und dass ich immer das Gefühl hatte, dass die vergessen haben, wie es ihnen mal ging. Aber um da mal jetzt einfach so ein bisschen früher anzusetzen, war es nämlich so, dass ihr mal so ein bisschen die Familienstory kennt. Meine Eltern haben sich scheiden lassen, als ich 3 Jahre alt war. Also das ist wirklich schon lange her. Ich muss sagen, ich habe darunter nie gelitten. Also ich war kein Scheidungskind, was irgendwie so ein Traumata davon getragen hat oder sowas. Da gibt es ja tatsächlich viele, die damit nicht ganz so klarkommen. Aber ich kam halt irgendwie damit klar, weil es halt auch noch sehr, sehr früh war und ich halt einfach das dann im Endeffekt nicht anders gewohnt war, dass meine Eltern halt geschieden sind. Ich fand es nie schlimm. Ich fand es eher teilweise sogar cool, weil ich mir dachte, geil, zweimal Geschenke am Geburtstage oder Weihnachten. Oder ich halt einfach teilweise zwei verschiedene Ansprechpartner hatte und das nicht immer so war, dass halt meine Eltern immer in so einem Team gearbeitet haben.
sondern ich halt einfach auch immer mir zwei verschiedene Meinungen einholen konnte. Und was ich halt immer ziemlich cool fand. Und ich muss dazu sagen, ich habe, bis ich 15 war, bei meiner Mutter gelebt, bin dort aufgewachsen, meine ganze Kindheit da verbracht und hatte meinen Vater halt immer an den Wochenenden. Und deshalb war ich auch früher immer eher so ein Papakind. Und ich habe dann aber auch immer gesagt, ja, ich will unbedingt mal bei meinem Vater leben irgendwann. Also solange ich noch zu Hause lebe, will ich mal die Möglichkeit haben, dass ich halt so beide Seiten so ein bisschen gesehen habe. Und dann habe ich mich dazu entschieden, dass ich halt irgendwann mit 15 zu meinem Vater gezogen bin und halt auch die Schule gewechselt habe. Denn man muss dazu sagen, meine Schulzeit war anfänglich nicht ganz so geil. Ich bin damals von der Grundschule dann quasi aufs Gymnasium gekommen. Und ich war damals auf einer so beschissenen Schule. So, und diese Schule, muss man dazu sagen, das war keine normale Schule in Anführungszeichen. Erstens war es eine Privatschule und zweitens war es eine sehr gläubische Schule, die aber nicht meinen Glauben vertreten hat, sondern halt einen anderen. Das war für mich aber damals, es war mir scheißegal, weil ich kannte damals so ein paar Leute, die halt von der Grundschule, auf der ich war, auf diese Schule gegangen sind. Und weil ich halt einfach Anschluss haben wollte und halt direkt Freunde finden wollte, meinte ich halt damals zu meiner Mama: Mama, ich will unbedingt auch auf diese Schule. Kann ich da bitte, bitte hin? Also dann war halt meine Mutter so, ja, okay, es ist zwar eine Privatschule, das heißt, es ist halt mit mehr Kosten verbunden, aber wenn du das unbedingt möchtest, dann kannst du gerne auf diese Schule gehen und das habe ich dann halt auch gemacht. Und jetzt im Nachhinein betrachtet, war das eine ganz, ganz blöde Idee, denn ich wurde auf dieser Schule tatsächlich, ich finde persönlich, gemobbt. Ich weiß gar nicht mehr, wie das meine Freunde von damals empfunden haben oder falls irgendjemand das sieht, der damals mit mir auf der Schule war, weil ich weiß, dass mir ein paar von den Leuten von damals noch folgen und teilweise auch so meinen Content sehen. Da weiß ich gar nicht mehr, so wie die das in Erinnerung haben, aber ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich damals wirklich gemobbt wurde auf der Schule und ich mich da sehr, sehr stark ausgeschlossen gefühlt habe. Das fing damals halt schon mit der Religion so ein bisschen an, was halt irgendwie so ein bisschen ironisch ist. Weil ich halt einfach zu den wenigen prozentualen Kindern gehörte, die halt nicht dieser Religion angehört haben. Was mir halt aber persönlich scheißegal war, weil ich wollte einfach nur zur Schule gehen. Und ja, dass halt da schon so ein bisschen anfing, dass halt so das einfach von Grund auf einfach so eine Differenz da war zu dem prozentualen Teil, der halt nicht religiös ist. Und nee, und auf jeden Fall war es dann halt so, dass ich. Dass viele der Schüler halt auch eine zweite Muttersprache hatten und deshalb in den Pausen viel oft in der Muttersprache geredet haben. Und ich halt mit meinem Deutsch da nicht wirklich gut zuhören konnte. Und es wurde viel Russisch geredet. Und wie gesagt, ich spreche kein Russisch und sonst was. So, und auf jeden Fall war es dann halt so, dass halt da erstens dieser sprachliche Unterschied war, dann war der religiöse Unterschied und dann kam noch dazu, dass mich einfach ein paar Leute von dieser Schule nicht mochten. Und das fing damit an, es war ja damals zumindest immer so, dass man seine Klasse hatte und dann gab es aber noch Kurse, wie zum Beispiel Französischunterricht. Und den hattest du dann mit anderen Klassen zusammen. Also da waren halt Leute, die halt, ja, ich glaube, jeder kennt dieses Schulsystem, dass du dann halt einfach deine Kurse mit anderen Schülern noch hattest, die nicht unbedingt in deiner Klasse waren. Und da hatte ich dann Unterricht und da waren ein paar Jungs aus der Parallelklasse mit drin. Und ich sage das jetzt wirklich so, wie es ist. Ich habe diese Jungs gehasst. Und zwar aus dem Grund, weil die mir damals das Leben wirklich zur Hölle gemacht haben. Und es war so fürchterlich. Und zwar war es halt wirklich so, dass ich jedes Mal, wenn ich in den Französischunterricht reingekommen bin, und jetzt kommen wir wieder auf das Thema Bodyshaming und warum ich mich mein Leben lang schon damit auseinandersetze, weil immer, wenn ich in den Französischunterricht reingekommen bin und die Jungs halt schon da saßen, habe ich mir jedes Mal Sprüche anhören lassen dürfen wie: Hey, guck mal, die Fette ist wieder da. Lol, Anna die Fette, Anna hier und fett, fett, fett. Immer, also immer irgendeine Beleidigung auf meine Optik. Und das hat damals mich natürlich mega fertig gemacht. Und ich war schon damals jemand, der sich halt immer versucht hat zu wehren und dann halt immer was gesagt hat und dann halt so war von wegen: Halt's Maul, halt die Fresse, lass mich in Ruhe, was auch immer. Die hat das natürlich nicht die Bohne gejuckt. Man muss dazu aber auch sagen, dass die Lehrer halt einfach ich das Gefühl hatte, dass die Lehrer mich einfach gar nicht mochten und auch voll gegen mich waren. Und das hat meine Mutter jetzt auch im Endeffekt auch gesagt, dass sie auch immer das Gefühl hatte, dass diese Schule einfach nicht ganz knusper war. Und halt auch einfach die Lehrer teilweise so scheiße da waren und halt auch sich teilweise Schüler ausgesucht haben, gegen die sie halt einfach gehetzt haben, in Anführungszeichen. Und die Lehrer haben das immer, beziehungsweise meine Französischlehrerin damals, sie hat das immer mitbekommen, dass die Jungs mich beleidigt haben. Die saß an ihrem fucking Tisch vorne und sie hat nie was gesagt. Und in dem Moment, wo ich dann gekontert habe und gesagt habe: Halt's Maul, du Gartenzwerg zum Beispiel, da kam dann immer von wegen so: Ja, Anna, zur Schulleitung. Und ich war so: Dein Ernst? Ich versuche mich einfach nur zu verteidigen. Und ich hatte halt immer, wie gesagt, durch solche Vorfälle hatte ich immer das Gefühl, dass ich halt einfach, dass selbst die Lehrer auf der Schule gegen mich waren. Und ich hatte zwar einen Freundeskreis auf der Schule und ich habe mich mit den Leuten aus meiner Klasse auch wirklich gut verstanden. Und unsere Klasse war an sich so ein Verbündnis, aber das Problem war halt Leute aus den anderen Klassen. Und
da waren halt meine Freunde dann halt auch nicht mehr da, sage ich jetzt mal in dem Moment, wo dann halt ich zum Beispiel Unterricht mit den anderen Klassen hatte. Und das war halt einfach alles so mega schwierig und das hat mich halt damals richtig krass fertig gemacht. Natürlich gibt es noch Fälle, wo Leute wesentlich stärker gemobbt wurden, aber ich finde das schon einfach ziemlich, es ist einfach scheiße oder es ist halt einfach schlimm, wenn du halt wirklich jeden Tag in den Unterricht kommst und du darfst dir halt erstmal anhören, dass du hässlich bist zum Beispiel. Und ich finde das so schade und so grausam und gerade in der Pubertät kann das viel mit dir machen und viel mit dir anrichten. Wie du halt einfach drauf bist, sage ich jetzt mal, oder wie du halt einfach mit Dingen umgehst. Und die einen macht es mehr fertig als die anderen. Aber nichtsdestotrotz, so jeden verletzt das irgendwann auf Dauer. Und das ist auch vollkommen normal. So, und dann war es halt irgendwann so, dass ich sogar zum Beispiel auch von Klassenfahrten ausgeschlossen wurde, obwohl ich einfach nichts gemacht habe. Also wirklich literally nichts gemacht habe. Das war irgendwann mal so, dass ich war halt einfach, ich bin schon immer ein Typ, der, das war ich von Anfang an, der halt einfach gerne Aufmerksamkeit hatte und der gerne, ich sag jetzt mal, immer schon etwas, ein etwas lauteres Organ hatte und gerne, ja, ich war halt schon immer energisch und war halt schon immer ein Mensch, der voller Energie steckte. Und das war auch damals in der Schule so, was ich überhaupt nicht schlimm fand, ne? Aber viele Lehrer hat das einfach so krass gestört, dass sie dann zu mir gesagt haben, okay, ja, Anna, du kommst nicht mit auf die Klassenfahrt, die damals richtig cool war, weil sie in, weil die Klassenfahrt nach Israel ging und ich Israel unbedingt mal sehen wollte und, ja, meine Mutter hat dann damals Todes mit den Lehrern diskutiert, weshalb ich dann letztendlich doch zum Glück mit durfte. Aber ja, wie gesagt, es sind damals viele, viele Dinge auf der Schule passiert, weshalb ich mich dort nicht mehr wohlgefühlt habe, sowohl von Lehrerseite aus als auch von der Schülerseite aus. Ich habe mich sehr unverstanden gefühlt. Und deshalb habe ich damals dann beschlossen mit 15, dass ich diese Schule verlassen werde, weil ich das einfach nicht mehr ausgehalten habe da und mich nicht mehr wohlgefühlt habe. Und dann halt, ich sage jetzt mal, die Chance ergriffen habe und gesagt habe, okay, ich möchte die Schule wechseln. Und mein Vater ist, seitdem ich 3 bin, also quasi seitdem er sich von meiner Mutter hat scheiden lassen, haben meine Eltern beide jeweils einen neuen Partner gefunden, mit denen sie auch sehr, sehr glücklich sind und waren und sind und waren. Ja, ihr wisst, was ich meine. Und damals hatte mein Vater, wie gesagt, auch schon meine Stiefmutter kennengelernt, zu der ich übrigens auch ein sehr, sehr gutes Verhältnis habe. Also eigentlich ein total mütterliches Verhältnis. Und wir sind eine riesige Patchwork-Familie, die aber echt sehr gut funktioniert. Und deshalb habe ich auch einen Stiefbruder. Und mein Stiefbruder war nämlich damals auch auf einer Schule und da hat er sich total wohl gefühlt. Und da hieß es dann, stand dann halt in der Familie die Diskussion, okay, ich gehe dann halt einfach mit meinem Stiefbruder zusammen auf eine Schule und wechsle halt damit die Schule und kann damit auch zu meinem Vater ziehen. Das habe ich dann damals auch gemacht und das war tatsächlich. Ich fand, der Schulwechsel war wirklich so die beste Entscheidung überhaupt. Und es war mega, mega toll. So, ich bin dann aber damit auch natürlich in einen anderen Stadtteil gezogen. Das heißt, meine Freunde, der auch echt tatsächlich ein Stück weit außerhalb von Berlin lag. Und deshalb waren meine Freunde, weil ich vorher sehr, sehr innerstädtisch gelebt habe, die ich quasi auf meiner alten Schule hatte, da hat sich halt einfach der Kontakt dann irgendwann verloren über die Jahre so. Also es war, ich hatte halt immer eine Freundin, die ich sehr, sehr, sehr mochte damals. Und mit der habe ich dann leider Gottes den Kontakt auch irgendwann so ein bisschen verloren, halt einfach weil, ja, wir waren halt sehr jung und Schulwechsel, ich glaube, viele kennen das, wenn sich da halt die Kontakte verlieren, wenn man sich halt einfach nicht mehr jeden Tag sieht. Und ja, ich bin halt auf die neue Schule gekommen und dort ging es tatsächlich viel, 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 viel besser weiter. Es war auch eine Privatschule und diese Schule war aber nicht religiös oder sonst was, es war eine ganz normale Privatschule und diese Schule hatte immer so einen Ruf. Mehr oder weniger. Es war immer so ein Ruf von wegen, dort kommen halt Schüler hin, die es halt. Also diese Schule bestand viel aus Schulwechslern. Das heißt, Leute, die ursprünglich auf anderen Schulen waren und dann halt auf diese Schule gegangen sind. Und der Grund, also beziehungsweise das Gute daran war, dass halt dort viele Schulwechsler war, dass ich nicht der einzige Mensch war, der mit Mobbing konfrontiert wurde. Und das war deshalb gut an der Schule, weil es auf dieser Schule verhältnismäßig wenig Mobbing gab. Und das war halt sehr, sehr gut. Natürlich gab es da auch mal Sticheleien und da gab es auch mal von wegen, der hat was an, was cooler ist als die anderen. Und da gab es auch den Schulkönig und die Schulkönigin in Anführungszeichen. Aber es war nicht so schlimm wie auf der alten Schule. Und ich habe da auch viel, viel schneller Freunde gefunden, die ich auch immer noch heute habe. Aber das Problem war jetzt nicht mehr die Schule, mehr oder weniger, sondern das Problem war jetzt der neue Bezirk, in den ich gezogen bin. Denn man muss jetzt dazu sagen, dass der Bezirk, in den ich jetzt gewohnt habe, quasi wie so eine Art Sekte war, ohne Scheiß. Also das ist so schlimm, weil hier kennt sich halt wirklich jeder. So, weil das Ding ist, dass sich in diesem Bezirk wirklich jeder untereinander kannte, weil es lag halt daran, dass hier halt im Umkreis einfach immer viele Homepartys geschmissen wurden und halt einfach, keine Ahnung, man kannte sich halt einfach untereinander. Das hat irgendwie so eine Reihe umgemacht. Man wusste, wer hier wohnt, man wusste, wer hat was mit wem und wer connectet hier mit wem und deshalb
war es dann nicht mehr die Schule zwanghaft, die halt quasi das Problem war, sondern es war halt, wie gesagt, der neue Bezug, weil da halt auch viel übereinander geredet wurde. Man muss dazu sagen, dass dieses Mobbing auf der alten Schule mich halt dahingehend verändert hat, dass ich halt sehr, sehr unsicher war und sehr unzufrieden mit mir selbst war. Und natürlich, ich sag jetzt mal, wenn dir halt jeden Tag immer wieder jemand sagt, du bist nicht gut genug und du bist hässlich und du bist zu fett und keine Ahnung was, dann kommst du irgendwann an den Punkt, wo du diese ganzen Beleidigungen irgendwo vielleicht teilweise glaubst oder halt irgendwie annimmst oder halt sagst, okay, wenn das halt so viele so sehen, dann ist das bestimmt so. Und gerade wenn es von Jungs in dem Alter kommt, weil ich sag jetzt mal, natürlich kommt da das erste Interesse an dem anderen Geschlecht. Man fängt an, sexuelles Interesse aufzubauen. Und wenn das dann halt gerade von dem anderen Geschlecht kommt, dann fühlst du dich halt doppelt so minderwertig. Also so war es halt zumindest bei mir. Ja, und wie gesagt, dann bin ich halt umgezogen und dann kam ich halt in diesen Bezirk. Und da kannte man sich dann halt untereinander. Und es hat auch nicht lange gedauert, bis man dann halt meinen Namen in Anführungszeichen hier kannte. Und ja, ich habe dann halt, wie gesagt, neue Freunde gefunden und hatte dann halt auch direkt schnell eine beste Freundin damals. Zu der ich jetzt aber keinen Kontakt mehr habe. Das ist eine andere Story. Wir haben halt damals immer sehr viel Zeit miteinander verbracht. Und es war dann halt im Endeffekt so, dass halt ständig Homepartys hier waren in der Gegend und man halt diese ganzen typischen Jugendsachen oder man trifft sich halt oder man redet übereinander und man shared so den neuesten Gossip und so weiter. Und das war halt dann damals dieses Ding, dass halt hier dann, ich sag jetzt mal, das als nächstes losging und ich halt immer das Gefühl hatte, ich wurde trotzdem irgendwie wieder ausgegrenzt. Und wenn sich jetzt einige fragen, okay, wie hast du das denn gemerkt, dass du halt in dem Sinne ausgegrenzt wurdest? Das war natürlich erstmal über Lästereien, die man halt mitbekommen hat. Und zweitens war es dann halt aber auch damals so, dass es etwas gab, das nannte sich AskFM. Heute ist es so, heißt es Telonym, beziehungsweise es ist nicht das gleiche, aber es ist ein sehr ähnliches Prinzip. Und wer heute in der Pubertät ist und auch Telonym hat, der wird das eventuell wissen. Und AskFM war damals so quasi unsere Generation, unsere Zeit und wo man halt quasi anonym Fragen gestellt bekommt und man diese halt öffentlich posten kann. Und das Problem an anonymen Fragen ist, dass halt jeder Vollidiot, ohne sich irgendwie angemeldet zu haben bei der Seite oder sonst was, dann halt natürlich dir Fragen stellen kann und halt dementsprechend auch seine ehrliche Meinung loswerden kann. Und damals war es halt so, dass ich halt wirklich viel beleidigt wurde, auch gerade über die Seite, was ich natürlich nicht veröffentlicht habe. Teilweise habe ich Sachen veröffentlicht, um irgendwie cool darauf antworten zu können. Keine Ahnung, warum ich das gemacht habe. Es ist einfach im Endeffekt, denke ich mir, so voll unnötig. Also ich hätte es auch einfach lassen können. Aber ja, und da wurde mir halt bewusst, da wurden mir halt auch ständig so Sachen geschrieben von wegen so, keiner mag dich, jeder hasst dich, du bist lächerlich, du bist dumm, du bist eine Schlampe und keine Ahnung was. By the way, damals noch Jungfrau, aber natürlich, man wurde immer als Schlampe betitelt. Klassiker. Und ja, halt so eine ganzen Sachen und das ist so, ich weiß noch, dass diese Sachen mich damals auch richtig krass verletzt haben, diese anonymen Nachrichten. Und ich war damals da mit meiner Familie in Dänemark im Urlaub und dann habe ich diesen AskFM-Link wieder gepostet, so nach dem Motto, hey, stellt mir Fragen, und dann kam halt irgendwie wieder voll viele gemeine Sachen rein und dann halt auch so Sachen wie von wegen, ja, du bist so fett und du rollst über den Schulhof und keine Ahnung was, und da war ich dann halt auch so, wow, that hurts, und das tat halt dann echt weh. Jetzt im Endeffekt weiß ich, dass ich definitiv nicht die Einzige war, der so eine Sachen geschrieben wurde. Ich glaube, jeder, der damals AskFM hatte, dem wurden solche Sachen geschrieben. Natürlich hat keiner darüber geredet, weil es damals sehr, sehr wichtig war, wie du nach außen hin bist und wie du dich nach außen hin gibst. Aber das Ding ist halt, dass ich natürlich dann halt, ich sag jetzt mal, diese Nachrichten auch trotzdem wieder sehr zu Herzen genommen habe. Und mir war es unglaublich wichtig, was andere Menschen damals über mich gedacht haben. Und gerade wenn dann halt dann sowas kommt, wo dann halt Leute dich beleidigen und ich sag jetzt mal, du das Gefühl hast, dass das wirklich deren ehrliche Meinung ist, dann zerrt das halt auch schon wieder an dir. Und ich kann mich halt noch erinnern, dass ich halt damals wirklich viel geweint habe, als ich dann hier gewohnt habe und so weiter. Und natürlich hatte ich auch hier wieder meine Freunde. Ich finde, das ist immer so ein bisschen kompliziert zu sagen. Du hattest trotzdem deine Freunde, aber trotzdem wusstest du, dass es Menschen gibt, die dich einfach nicht leiden können. Und das hat mich damals so krass interessiert. Heute sage ich mir, I don't care, wer mich nicht mag, dann nicht so. Ich muss nicht jedem gefallen, aber diese Ansichtsweise hatte ich halt damals noch nicht. Damals war es mir einfach wichtig, akzeptiert zu sein und cool zu sein. So ist es halt auch. Und das ist halt das, wo man jetzt im Endeffekt sagen kann, das ist das, was die Pubertät halt so quasi dir zeigt und was du halt auch durchlebst, dass es halt einfach sehr, sehr schwer ist, eine normale Ansicht der Dinge zu haben, weil du halt einfach, dir kommt
dir kommt alles vor wie das Ende der Welt. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass es mir halt wirklich eins zu eins genauso ging und dass es mir, wie gesagt, sehr wichtig war, was andere über mich gedacht haben. Und ich halt auch da an so Streitpunkte meiner Eltern kam, dass halt dieses Unverständnis da kam von deren Seite aus, von wegen, warum ist dir das so wichtig, was andere über dich denken? Und ich war halt einfach so, es ist mir halt wichtig, so, also deal with it. Und deshalb habe ich mich halt extrem unverstanden gefühlt von meinen Eltern und hatte halt, habe dann halt angefangen, meinen Eltern halt einfach nichts mehr zu erzählen, beziehungsweise ich halt einfach die Kommunikation zu meinen Eltern extrem schlecht geworden ist, weil ich halt, sage ich jetzt mal, meinen eigenen Kummer hatte, meine eigenen Probleme. Und damals weißt du halt einfach noch nicht, wie es ist, wenn du dann halt zum Beispiel mal erwachsen bist und dann auf einmal zum Beispiel dich um Probleme kümmern musst, wie Wohnung, Miete, Gehalt und keine Ahnung was. Du hast halt nun mal damals nur diese einzigen Probleme, wie zum Beispiel, wer bin ich, was möchte ich sein, mögen mich andere Leute oder nicht, wo will ich hin? Du hast einfach gar keine Ahnung, was in deinem Leben gerade passiert, und dir das Einzige, was du halt mitkriegst, ist gegebenenfalls halt einfach Scheißmeinungen von anderen. Und so ist es halt, so ist es mir halt damals ergangen. Das ist halt einfach so das Ding, was mich halt damals so fertig gemacht hat. Und ich habe mich dann natürlich, also mal abgesehen davon, kam halt einfach, wie gesagt, noch dazu, dass ich halt schon immer jemand war, der einfach mehr auf den Rippen hatte. Jetzt im Endeffekt denke ich mir so, I love it, weil das ist das, was mich ausmacht, beziehungsweise was mich, wer ich nun mal halt einfach bin. Und damals hat mich das aber so fertig gemacht, dass ich halt teilweise auch wochenlang gar nichts gegessen habe, einfach um abzunehmen. Und ich teilweise, ich kann mich noch daran erinnern, dass ich zum Beispiel, weil mich das so fertig gemacht hat, diese ständigen Äußerungen über mein Gewicht und keine Ahnung was, dass ich wirklich Wochen hatte, wo ich, no joke, literally einen Apfel am Tag gegessen habe und das war's. Und ich damit fein war und ich in der Woche irgendwie so 8 oder 9 Kilo abgenommen habe. Natürlich ist das alles Wasser, wenn man das jetzt im Endeffekt betrachtet, aber es ist halt definitiv nicht gesund. Und ich glaube, wenn ich da halt einfach, wenn ich nicht so verfressen wäre, dann wäre ich da halt auch definitiv ganz schnell in eine wirklich ernsthafte Essstörung abgerutscht. Und was halt eigentlich, wenn man drüber nachdenkt, wenn ich jetzt mehrere Wochen lang nur einen Apfel esse, dass das halt auch eigentlich so eine Mini-Essstörung war und ich froh sein kann, dass sie sich nicht noch länger ausgebreitet hat. Aber es ist halt einfach definitiv nicht gesund gewesen. Das ist halt einfach nur deshalb passiert alles, weil ich halt einfach wollte, dass ja, dass Leute sich halt, dass Leute mich halt mögen und akzeptieren. Und damals war ich halt immer der Meinung, du kannst das nur erreichen, wenn du halt skinny bist. Du kannst das nur erreichen, wenn du halt einfach dich dem Bild anpasst, was alle halt von dir erwarten. Und man muss dazu sagen, damals war es sogar noch Trend, in Anführungszeichen, super, super dünn zu sein. Weil ich weiß noch, dass damals, als ich 15, 16 war, so in dem Dreh, kam dieser Trendstil Indie und Hipster halt voll hoch. So, und das war damals halt das Schönheitsideal, Indie zu sein oder ein Hipster zu sein, weil das voll cool war, so mit Jutebeuteln rumzurennen und zerrissenen Strumpfhosen und keine Ahnung was. Und damals war es total modern, weil diese ganzen Szene-Girls hatten halt immer diese Tight Gap zwischen den Beinen, also diese Lücke zwischen den Beinen, und ich fand das so schön und ich wollte das unbedingt haben. Aber ich hatte halt schon immer einfach diese chubby Oberschenkel. Mittlerweile liebe ich sie und finde es total schön, dass sie so sind, wie sie sind. Aber damals war es halt einfach nicht so, und ich wollte unbedingt alles dafür tun, dass ich halt wirklich schlank war. Und wenn ich mir jetzt Fotos aus meiner Jugend angucke, wo ich so 15, 16 war, war ich verhältnismäßig auch echt nicht dick oder sowas, wo ich mir so denke, wieso wurde ich ständig als Dicke beleidigt, wenn ich damals viel, viel schlanker war, als ich es heute bin. Und das halt damals alles durch wirklich irgendwie so Crash-Diäten und keine Ahnung, was ich da alles durchgemacht habe. Und diese ganzen Phasen waren bei mir halt echt schlimm, dass ich halt auch teilweise wirklich, wie gesagt, Phasen hatte, wo ich jeden Abend geheult habe und wo es mir echt richtig, richtig schlecht ging und ich meinen Eltern mich und ich mich meinen Eltern aber auch einfach nicht anvertraut habe, sprich, die das auch gar nicht mitbekommen habe, weil wenn ich mit meinen Eltern geredet habe, ich wirklich nur zickig war, ich nur pumpig war, weil ich halt immer das Gefühl hatte, die raffen sowieso nicht, was ich meine und was in mir vorgeht, die checken es einfach nicht. Und deshalb war es wirklich literally so, dass ich immer, wenn ich jeden Tag nach Hause kam, meine Eltern waren halt zu Hause, ich habe gesagt, hey, und bin straight in mein Zimmer hochgegangen, hab dort gegessen, hab dort alles gemacht und bin einfach nicht mehr rausgekommen für den ganzen Abend. Also ich habe wirklich nur in meinem Zimmer gechillt und hab dann Zeit auf AskFM verbracht, auf Facebook und keine Ahnung was, um halt dann mit meinen Freunden wieder zu schreiben über irgendwelche Chatting-Plattformen.
Oder halt da wieder irgendwie über den neuesten Gossip und keine Ahnung was zu reden. Und wenn jetzt sich Leute fragen, okay, wie hat sich das denn dabei bei dir geändert? Es war halt wirklich durch diese ganze Abfolge von Scheiße, die halt passiert ist, dass ich halt irgendwann an so einem krassen Tiefpunkt war, und zwar nach der Beziehung damals von meinem ersten Freund, dass ich halt einfach wirklich so am Ende war und dann halt aber natürlich auch so das Ende der Pubertät auch noch dazu kam und ich dann quasi auch aus der Schule raus war und ich dann halt so das erste Mal wirklich darüber nachdenken konnte, okay, was willst du eigentlich und nicht was wollen andere, was willst du und was, wo möchtest du hin? Und das hat mich natürlich auch ein paar Jahre gedauert, bis ich das gerafft habe, aber wirklich, ich kann euch sagen, ich war ein extrem, extrem unsicherer Teenager, der nur davon geplagt war, von Selbstzweifeln, der stundenlang vorm Spiegel stand und sich wirklich gehasst hat und sich am liebsten gewünscht hat, wirklich jetzt ein Messer zu nehmen und den ganzen Speck, der an einem dran war, abzuschneiden. Also wirklich literally abzuschneiden, einfach weil ich so unzufrieden mit mir war, weil das so die Eindrücke waren, die von außen kamen. Und was ich jetzt einfach sagen kann, beziehungsweise auch immer wieder Leuten sage, die zum Beispiel halt die jetzt in der Pubertät sind oder die einfach noch sehr jung sind und die zum Beispiel auch, wo viele von meinen Followern auch mit dabei sind und wo ich einfach immer wieder die gleichen Fragen bekomme und immer wieder das gleiche Muster sehe, so wie ich mich quasi damals auch gefühlt habe, denen kann ich einfach nur sagen, ich weiß, das klingt so dumm und ich habe es damals nie glauben wollen, aber ich schwöre euch, es wird besser. Es wird besser und es werden sich die Zeiten ändern. Und ich muss sagen, ich wäre damals froh gewesen, wenn es damals so Seiten gegeben hätte auf Instagram, wie es zum Beispiel heute gibt, von Body Positivity-Influencern, von Frauen, die stark sind und zeigen, dass dieser ganze Diet-Wahn und dieses, jeder muss genau so sein, wie es die Gesellschaft von einem verlangt, dass sowas einfach nicht wichtig ist und dass das einfach auch nicht die Norm ist, auf die es im Leben ankommt. Und ich wünschte, ich hätte damals so eine Seiten gehabt. Deswegen glaube ich, dass die Jugend es nicht unbedingt leichter hat, in Anführungszeichen heutzutage, auf keinen Fall. Ich glaube, dass es teilweise auch einfach immer schlimmer wird durch die sozialen Netzwerke und durch diese ständigen Vergleiche. Aber dass es trotzdem immer noch Zufluchtsorte jetzt gibt, wo man halt sagen kann, okay, die ist genauso curvy und die rockt es auch. So, also dass man trotzdem jetzt so Leitfiguren finden kann, an denen man sich orientieren kann. Und also ich hatte damals keine curvy Girls, die irgendwie Leitfiguren für mich waren oder sonst was. Oder Frauen, mit denen ich mich identifizieren konnte, sondern es war halt einfach nur. Es waren, ich sag jetzt mal, Victoria's Secret Models, die halt alle super dünn waren. Und das war halt auch damals mein Ziel. Und ja, das hat es halt einfach super, super schwer gemacht. Aber damit will ich euch einfach auch nochmal zeigen, dass es halt, wie gesagt, mir damals ganz genauso ging. Und dass es halt auch einfach, es ist ein Stück weit normal, aber es ist nicht immer normal. Und ich bin dann damals auch ausgezogen. Ich bin mit, oh Gott, mit 21 bin ich, glaube ich, ausgezogen. Oder mit 20? Nee, ich bin mit 20 bin ich ausgezogen. Genau, mit 20 bin ich ausgezogen. Ich bin jetzt mittlerweile 23, werde bald 24. Heißt, ich lebe seit fast 4 Jahren jetzt alleine. Und für mich war damals das Ausziehen eine ganz, ganz tolle Entscheidung, muss ich sagen. Weil sich seitdem das Verhältnis zu meinen Eltern auch wieder wahnsinnig gebessert hat. Weil man dann diese Distanz auch bekommen hat und dann auch wieder sehen konnte, okay, was ist halt wirklich wichtig und dass man sich seinen Eltern auch wieder mehr anvertraut und keine Ahnung was. Aber das musste ich halt auch erstmal lernen. Und war halt nicht so einfach, sage ich jetzt mal. Aber jetzt komme ich mal ganz kurz auf eure Fragen, weil ihr habt mir nämlich natürlich noch ein paar Fragen zu dem Thema Pubertät, Jugend, Depression, Lehrer und so weiter gestellt. Und da suche ich mir jetzt mal ein paar raus und gehe auf die jetzt nochmal spezifisch ein, damit hier auch nochmal ein paar Sachen abgedeckt sind, über die ich vielleicht nicht geredet habe. Eine sehr interessante Frage, die ich auch sehr oft hier bekommen habe, und zwar Anxiety, Depression etc. Alles nur Pubertät. Wie stehst du zu dieser beschissenen Aussage? Ich habe es gerade schon so ein bisschen angedeutet. Ich finde, dass nicht alles, was man in der Pubertät durchleidet, auf die Pubertät zu schieben ist, und dass man viele Sachen einfach so ignorieren sollte. Auf keinen Fall. Und gerade deshalb ist es ja auch leider Gottes so, dass einfach viele Jugendliche zu solchen Maßnahmen wie Selbstmord greifen oder sonst was der Dinge oder Selbstverletzung, weil sie halt einfach keinen anderen Ausweg wissen. Und bei vielen anderen spielen einfach auch noch ganz, ganz viele andere Faktoren ein Umfeld, wie zum Beispiel ein ganz, ganz beschissener Freundeskreis oder vielleicht ein schlechtes Elternhaus oder keine Ahnung was. Und deshalb sind Dinge oder Probleme, die man in der Pubertät hat, auf keinen Fall zu verachten oder zu missachten oder als weniger wichtig anzusehen. Das auf keinen Fall. Und ich finde, man sollte Jugendlichen genauso zuhören wie allen anderen Erwachsenen auch. Und was mich halt damals immer sehr, sehr gestört hat, war halt so Sätze wie von wegen, Alter, du hast überhaupt,
so Sätze wie halt, du hast keine Ahnung, was wirkliche Probleme sind. Ach, du hast doch noch gar keine Probleme und das interessiert doch alles keinen und keine Ahnung was. Das waren Sätze, die mich damals immer richtig fertig gemacht haben, wo ich halt so war, well, doch. Ich habe Probleme und ich habe nun mal diese Probleme, die gerade in meinem Leben ablaufen. Und ich finde auch, ich bin auch der Meinung, dass Jugendliche auch teilweise wirklich Helden sind, weil das, was man da emotional auch teilweise durchlebt, das geht teilweise auf keine Kuhhaut, sage ich jetzt mal, weil es ist ein Fakt, dass sich die Pubertät richtig fertig machen kann und dass sich gewisse Dinge einfach wirklich richtig, richtig psychisch verändern können. Und die einen kommen da mehr besser raus und die anderen kommen da schlechter raus. Und ich würde deshalb nicht immer sagen, natürlich sind manche Sachen, wie zum Beispiel einfach teilweise so ein paar Dinge zu überdramatisieren oder einfach pumpige Antworten zu geben und so weiter. Natürlich ist das teilweise, kann man sagen, okay, das ist typisch für Pubertäten und das kann man so ein bisschen darauf schieben. Aber ich finde, dass man auf keinen Fall wirklich Probleme und ernsthafte Probleme, die man hat, und Selbstzweifel oder sonst was, dass man die ignorieren sollte. Und ich finde, dass man trotzdem sich Zeit nehmen sollte, diese zu hören. Gerade weil man weiß, dass halt dort ein alles vorkommt wie das Ende der Welt. Hier noch eine weitere Frage, und zwar Lehrer, die abwertende Kommentare zu meiner Figur abgeben, in Klammern, ich wäre zu dünn und so weiter. Genauso, hier ist wieder das Ding, genauso wie es zu mir damals Leute gesagt haben, du bist zu dick, gibt es auch viele, viele Menschen, die denen gesagt wird, du bist viel zu dünn, das sieht eklig aus, isst mal ein bisschen mehr. Und man muss wirklich dazu sagen, dass wenn man zu jemandem sagt, du bist so fett, nimm endlich mal ab, Junge, ist es genauso schlimm, wie wenn man zu jemandem sagt, ih, du bist so dünn, das sieht so scheiße aus. Das ist genauso schlimm, da gibt es keinen Unterschied und es verletzt einen genauso, weil du dich einfach weniger wertvoll vorkommst und du das Gefühl hast, du bist nicht richtig so, wie du bist. Und leider Gottes, wie ich auch in meiner Story erzählt habe, hast du auch manchmal das Gefühl, dass halt Lehrer sich da genauso gegen dich verbünden und halt dir so ein Gefühl geben, dass du halt einfach nicht richtig bist. Und das ist super, super schade. Und tatsächlich kann man da halt leider Gottes einfach nur sagen, es ist nicht so und es stimmt nicht. Und auch wenn du sehr dünn bist oder wenn du zum Beispiel zu viel drauf hast oder sonst was, es ist nun mal das, wer du bist. Und solange es nicht gesundheitsgefährdend ist, in beide Richtungen hin, sollte man auch einfach versuchen, das Ganze irgendwie sich dort, ich sage jetzt mal, seinen Zuflucht in andere Dinge zu finden, wie zum Beispiel halt über Seiten, die halt über Body Positivity reden oder wo man sich halt verstanden fühlt. Wisst ihr, was ich meine? Also, dass man halt versucht, seine Zuflucht einfach in Menschen zu suchen, die halt einem das Gefühl geben, dass es gut so ist, positiv zu sein. Wie gesagt, solange es nicht gesundheitsgefährdend ist und du nicht zum Beispiel krankhaft dünn bist, im Sinne von Magersucht oder Bulimie oder sonst was, wo man sich wirklich Hilfe suchen sollte, oder halt genauso andersrum, extreme Fettsucht und keine Ahnung was. Solange es nicht gesundheitsgefährdend ist, kann man sich auch versuchen, seine Role Models in der Richtung zu suchen und zu sagen, okay, es ist gut. Und es gibt sehr, sehr viele heutzutage, die dort in diese Richtung leiten, wie genauso zum Beispiel ich auf meinem Instagram-Channel oder hier auch auf YouTube, von Leuten, die versuchen, anderen Menschen zu sagen, es ist okay, so wie du bist und es ist wunderschön, so wie du bist. So, also die restlichen Fragen sind tatsächlich eigentlich alle sehr ähnlich. Also sie beschäftigen sich alle mit einem ähnlichen Thema und zwar von wegen, ja, ich bin auch curvy oder ich bin zu dünn oder sonst was, wie gehst du damit um und so weiter. Also wie gesagt, versucht euch dort irgendwie in dem Sinne Hilfe zu suchen, dass ihr euch an jemanden bindet, der ähnlich ist. Und wenn ihr zum Beispiel Social Media benutzt, das kann ich auch jetzt sagen, es ist nicht Social Media, der schlecht ist, sondern es ist die Art, wie man Social Media teilweise nutzt. Und das ist das, was sehr, sehr wichtig ist, und zwar, dass man kann selbst kontrollieren, von was man sich beeinflussen lässt. Und wenn ich zum Beispiel, wenn ich jetzt mal so überlege, mein Instagram-Feed, beziehungsweise die Sachen, die mir vorgeschlagen werden, mein Explore-Feed und so weiter, der hat sich über die letzten Jahre so krass verwandelt, denn ich weiß noch, als ich unsicher war, da wurden mir ständig auch so Sachen angezeigt wie Fitnessmodels und irgendwelche traurigen Sprüche, mit denen ich mich identifizieren konnte. Also viele, viele Unsicherheiten, die mir quasi über meinem Instagram-Feed quasi gezeigt wurden und die ja, das bestätigt haben, was ich halt die ganze Zeit denke. Aber seitdem ich quasi so mich gewandelt habe und mich auch geändert habe, seitdem hat sich tatsächlich auch mein Explore-Feed auf Instagram geändert. Und zwar seitdem werden mir viel öfters Curvy Girls angezeigt oder halt Sachen, für die ich mich wirklich interessiere oder tolle Positivity-Quotes, zu denen man aufsehen kann und so weiter. Und das liegt ganz allein daran, ich sag immer,
Das ist so das dümmste Zitat, was man nur machen kann. Aber zeig mir dein Instagram Explore Feed und ich sag dir, wer du bist oder was du denkst. Und das ist tatsächlich so. Also Instagram ist kein Monster in dem Sinne, sondern Instagram zeigt euch nur das an, was es denkt, was euch interessieren könnte. Das heißt, wenn ihr immer wieder auf solche Sachen klickt, wie zum Beispiel traurige Quotes oder Fitnessmodels und so weiter, denkt Instagram natürlich, es interessiert euch und wird euch immer wieder angezeigt. Wenn ihr aber versucht bewusst diese Sachen zu ignorieren und nicht drauf zu klicken, dann checkt Instagram irgendwann so, okay, das scheint die Person nicht zu interessieren, das werden wir auch nicht mehr anzeigen. Und das habe ich tatsächlich so gemacht und mir werden diese Sachen gar nicht mehr angezeigt. Also Dinge, die mich irgendwie beeinflussen könnten oder runterziehen könnten, sondern es werden mir nur noch positive Dinge angezeigt und Dinge, die mich wirklich motivieren und die mir Spaß machen und so weiter. Und das ist das, was ich sage, und zwar nutzt Instagram gar nicht, beziehungsweise nicht, sondern nutzt Instagram richtig, beziehungsweise Social Media und versucht es so für euch zu lenken, dass euch gewisse Dinge einfach nicht beeinflussen, sondern dass ihr euch bewusst Kanäle raussucht, die euch inspirieren, die euch motivieren, die euch positiv beeinflussen. Und wenn ihr zum Beispiel einen Instagram-Feed habt, oder von irgendeinem Influencer oder Blogger, der sich den ganzen Tag nur beschwert und nur über sein Leben klagt und alles ist scheiße oder euch vielleicht als Mensch ein schlechtes Gefühl gibt, dass zum Beispiel ihr diese tollen Reisen, die der Influencer macht, nicht habt oder dass ihr dieses tolle neue Auto nicht habt, dass ihr diese Figur nicht habt und so weiter. Wenn ihr das Gefühl habt, es gibt euch ein schlechtes Gefühl, dann entfolgt diesen Personen. Tut euch selbst einen Gefallen und entfolgt diesen Menschen, wenn sie euch nicht ein gutes Gefühl geben. Es ist euer Instagram, es sind eure sozialen Netzwerke, und genauso hier auf YouTube. Guckt euch nur die Videos an, die euch motivieren. Videos, nach denen ihr danach sagt, boah, ja, das ist das, was ich aus meinem Leben machen will, dass ihr aufsteht und sagt, geil, mein Leben ist nice und wenn diese Person das geschafft hat, dann schaffe ich das auch. Und nicht Videos wie, keine Ahnung, wie nehme ich ab in 2 Minuten, so nach dem Motto. Wisst ihr, was ich meine? Sondern nutzt Instagram weise und versucht, euch dahingehend zu kontrollieren und einfach selbst zu trainieren, dass das halt einfach nicht der richtige Weg ist und dass ihr halt, wie gesagt, das Ganze einfach anders nutzen müsst. Und das ist das, was ich euch als Tipp noch geben kann, wenn es gerade um Social Media geht, wenn euch das zum Beispiel beeinflusst. Und privat kann ich halt auch nur sagen, um die Pubertät so halbwegs zu überstehen, sucht euch irgendjemanden, den ihr euch anvertrauen könnt. Sei es zum Beispiel ein Elternteil, ein Familienmitglied, euer Onkel, Tante, was auch immer, eine gute Freundin, wer aber weder noch hat, sage ich jetzt mal so, wer weder ein gutes Familienverhältnis hat noch Freunde hat, der kann sich natürlich auch professionelle Hilfe suchen. Und dagegen ist nichts Schlimmes, Leute. Es ist nicht schlimm, sich einen Therapeuten zu suchen. Es ist nicht schlimm oder verwerflich oder peinlich oder sonst was, sich professionelle Hilfe zu suchen. Denn Leute, wenn ich mir ein Bein breche, dann gehe ich auch ins Krankenhaus und sage nicht, oh, nee, das ist voll peinlich, weil ein Indianer kennt keinen Schmerz. Ich krieg das schon alleine hin. Nein, es gibt gewisse Dinge und auch in der Pubertät, die ihr nicht unterschätzen solltet und wo ihr euch Hilfe suchen sollt. Und wenn ihr das Gefühl habt, habt weder Freunde, noch habt ihr Lehrer, mit denen ihr reden könnt, noch habt ihr Familien, mit denen ihr reden könnt, dann sucht euch professionelle Hilfe, denn ihr braucht jemanden, mit dem ihr reden könnt. Gerade in der Pubertät, das ist eine sehr schwierige Phase und gerade da müsst ihr euch Hilfe suchen oder braucht irgendjemand, der euch so ein bisschen wieder auf den Boden zurückholt. Und das ist super, super wichtig und das ist auch das, was einen das überleben lässt. Aber zum Schluss kann ich sagen, wie gesagt, es wird besser, falls irgendjemand auch eine ähnliche Zeit durchlebt, wie ich es gerade tue. I promise, es wird besser. Und solange könnt ihr euch versuchen, an mich zu halten, denn ich versuche trotzdem auch hier auf YouTube und auch auf Instagram immer wieder ein Beispiel zu sein dafür, dass es okay ist, so zu sein, wie man ist. Und ja, hoffe, dass ich mit dem Video vielleicht einigen helfen konnte, mit diesem Storytime-Video wieder. Und schreibt mir gerne in die Kommentare, wie eure Erfahrungen sind. Ihr könnt mir, wie gesagt, gerne auch auf Instagram schreiben. Der Name ist wahrscheinlich hier unten gerade eingeblendet. Und wir sehen uns nächste Woche bei einem neuen Video wieder. Bis dann!